Ja, hallo. Ja, schönen guten Tag. Spreche ich mit dem Schuppern? So sieht's aus. Haben wir was? Was? Ja, mein Name ist Antonio Placentra und ich melde mich vom Prime Markets. Ein Kompanie, was mit Forex zu tun hat. Die Investitionen online über Bitcoin, Wasserstoff, Gold, alles was es gibt, zum Beispiel in Forex. Hallöchen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Ihr habt's gehört. Heute haben wir wieder die Trading-Betrüger an der Telefonleitung. Ja, und wir haben heute wieder jemanden an der Telefonleitung, der sich nicht so besonders viel Mühe gibt. Aber hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Hallo? Ja. Haben Sie gehört oder nicht? Ich habe sie gehört, ja. Das ist gut, okay. Ich dachte, ist die Leitung irgendwie weggegangen. Und ich möchte Sie sagen, zum Beispiel bei uns ist so jetzt, Sie kriegen 2 Wochen Zeit zum Überlegen, ob Sie das weitermachen wollen oder nicht. Erstes und zweites, haben Sie das gehört, was das Elon Musk gesagt hat wegen Bitcoin, oder? Was hat er denn gesagt? Der hat gesagt, dass die Bitcoin bis 2024 sollte die Summe bis zum $250,000 für ein Bitcoin bezahlen werden. Und woher weiß der das? Das kann man zusammen schauen in Computer. Eieieiei. Also da haben sie sich ja wirklich wieder eine ganz, ganz tolle Story ausgedacht. Der Elon Musk hat es gesagt. Und weil der Elon Musk irgendwas sagt, ist es ja auch so. Ja, natürlich hat dieser Mensch schon irgendwie Einfluss mit dem, was er so sagt. Wenn auch nicht immer nur im positiven Sinne. Aber trotzdem, woher will denn der das wissen? Hat der eine Glaskugel? Kann der hell sehen? Nee, kann er auch nicht. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Betrüger, die denken sich ja jedes Mal irgendeine tolle neue Story aus. Kann ja sogar sein, dass der Musk das irgendwo geschrieben und gesagt hat. Sowas hat er ja schon tatsächlich öfters auch mal mit dem Thema Bitcoin gemacht, um tatsächlich auch beabsichtigt, den Kurs zu beeinflussen. Und auf solche Persönlichkeiten hören die Menschen halt leider auch gerne mal. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ihr wisst es aber nicht, ob das stimmt. Ihr könnt es vielleicht nachprüfen, ob er das gesagt hat, aber ihr wisst ja trotzdem nicht, ob das stimmt, weil hell sehen kann er trotzdem nicht. Er weiß nicht, wie sich der Markt wirklich verändert. Und davon mal abgesehen, was haben wir denn jetzt hier eigentlich heute schon wieder jemanden, für eine Kreatur an der Telefonleitung? Also der hört sich definitiv nicht so an, als würde der in eine Bank gehören und irgendwelche Finanzprodukte beraten sollen. Definitiv nicht. Ja, aber woher weiß der Elon Musk das? Ja, die sind Experten, die arbeiten mit das jahrelang, wissen sie das genau, was passiert. Kann so, ich Ihnen zeigen, wenn Sie... Du bist jetzt Bitcoin-Experte geworden, oder wie? Ich nicht, aber der Senior da kriegen jeden Tag Informationen, neue Informationen, deswegen kriegen wir auch die Informationen, um irgendwie Leute zu vorbereiten, um was es geht. Weil wir sind die Kontoaufsteller normalerweise, da können Sie mit ein unsere Account Management verbinden. Ich kann Ihnen genau erklären, was Sie gerne möchten. Das liegt alles an Ihnen dann. Er arbeitet für Sie, sozusagen. Aha. Ist das irgendwie in Ordnung? Also ich weiß nicht so richtig, was ich von Ihnen halten soll. Das ist ja nur Gestammel der Anleitung. Ach so, warten Sie ganz kurz. Und jetzt hören Sie was? Ja, ich höre Sie. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass ich Sie höre. Achso, ich dachte, hören Sie diese Geräusche, denen die Leute, meine ich. Ja, die auch, ja. Das hört man auch. Ja, okay, das ist kein Problem. Das kann man schon in der Regel machen. Und deswegen wollte ich Sie sagen, zum Beispiel, Sie haben 2 Wochen Zeit, können Sie das alles sehen und prüfen Sie das, ob alles stimmt. Kann ich Ihnen unsere Seite zeigen, wenn Sie gerne möchten? Und können Sie entscheiden dann. Das wäre was Gutes für Sie zum Beispiel. Was ich weiß, die Leute, was immer gutes Geld verdient haben, haben es mal probiert mit ein bisschen, dann haben sie die Hälfte gekriegt, nochmal die Hälfte und dann haben sie das so viel Geld gemacht. Ja. Haben Sie vielleicht einen Computer da, kann man zusammen schauen. Also es ist ja schon unfassbar, was der da eigentlich aus seinem Gesicht rausbröckelt. Da kommt ja wirklich nur Blödsinn. Und das sind die Leute, die euer Geld verwalten wollen.
Keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen, dass jemand die für seriös befindet, aber es ist wirklich absolut furchtbar. Es ist absolut Wahnsinn, was man da für Leute immer wieder hört. Ich meine, der redet einfach nur irgendein Gebrabbel, irgendeinen Stuss und es ergibt gar keinen Sinn. Ein bisschen hier und ein bisschen da und die Leute machen das und jetzt habe ich was erklärt und wollen wir das jetzt zusammen machen? Was denn überhaupt? Wie wär's denn mal mit einer Erklärung? Der ruft ja eigentlich nur an und erzählt und das Erste, was er gleich gesagt hat, ja, hier Finanzfirma und Elon Musk hat gesagt, wir werden jetzt alle reich oder wie? Und da zahlen Menschen ihr Geld ein. Also, wer da auf die Idee kommt, da, dem irgendwie auch nur im Ansatz Vertrauen zu schenken, Leute, lasst da die Finger von. Von sowas kann man nichts erwarten, außer, ja, ein riesengroßes Loch im eigenen Portemonnaie. Wo denn? Wo soll ich denn gucken? Und was soll ich da überhaupt gucken? Ja, wenn Sie zum Google gehen und dann schreiben Sie bitte eine P wie Paula. Mhm. Haben Sie? Ja. R wie Richard. Mhm. I wie An, I wie Ida. Mhm. M wie Martha. E wie Emil. Mhm. M wie Martha. Mhm. A wie Anton. Mhm. R wie Richard, K wie Kaufmann, E wie Emil, T wie Theodor, S wie Secret.com. Ja, nur mal die Google. Suchen Sie die Seite bitte. Ich habe jetzt die Suchergebnisse von Google, ja. Was sehen Sie da bitte? Die Google-Suchergebnisse. Ja, suchen Sie bei dem Google, das was ich gesagt habe. Ja, habe ich ja eingegeben. Nur habe ich die Suchergebnisse von Google. Ja, das ist gut, ja. Und ist gekommen bei Ihnen das unser Logo da, Market Prime? Ich bin ja auf Google, jetzt habe ich die Ergebnisse. Ja, ja, sind Sie auf Google, haben Sie geschrieben, dass ja. Market... So wie Sie das gesagt. PrimeMarkets.com. Ja. Haben Sie nie geschrieben? Na, auf Google, Sie haben ja gesagt, ich soll das auf Google suchen, habe ich gemacht. Jetzt sehe ich auch schon die ganzen negativen Bewertungen. Nein, 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 es gibt keine negativen Bewertungen. Ich sag Ihnen, sollen Sie schreiben... Das, was ich gesagt habe, wenn Sie zum Kugel sind, schreiben Sie einen P wie Paula. Mhm. L wie Richard. Hab ich auch gemacht. I wie Ida, M wie Martha, E wie Emil. Ja. Nochmal M wie Martha, A wie Anton, R wie Richard, K wie Kaufmann, E wie Emil, T wie Theodor und S wie Secret.com. Ja, habe ich auf Google eingegeben, so wie Sie das gesagt haben. Und genau, und dann, was sehen Sie da, habe ich gefragt. Na, jetzt sehe ich diese Google-Suchergebnisse. Also immer wieder höchst interessant. Die Betrüger sagen einen, man soll auf Google gehen. Tja, wie wäre es mal, wenn man einfach nur sagen würde, öffne deinen Internetbrowser oder dein Internetfenster oder gehen Sie ins Internet. Wenn er sagt, ich soll auf Google gehen, dann gehe ich auf Google. Ja, und dann öffne ich da garantiert keine Webseite. Weil die Webseite, die ich öffnen sollte, war ja Google. Und was macht man bei Google? Suchen. Richtig. Aber dann bekommt man da keine Webseite, sondern die Google-Suchergebnisse. Und das versteht irgendwie kein Betrüger. Das haben wir hier wirklich in gefühlt jedem Telefonat, dass die einem sagen, man soll auf Google gehen. Ja, aber Google ist eine Suchmaschine. Was er meint, ist der Chrome-Browser. Und der Chrome-Browser heißt nicht Google, sondern Chrome. Ja, also weiß ich auch nicht. Und der Chrome-Browser ist lediglich von Google. Aber man geht damit nicht auf Google. Tja, aber irgendwie können die das grammatikalisch nicht auseinanderhalten. Ich weiß es nicht, was die sich dabei denken, warum die immer sagen, geh auf Google. Wahrscheinlich, weil die einfach nur Google dazu sagen zu dem Chrome-Browser. Aber nur weil die das in ihrem Land und in ihrer Region so sagen, weiß das ja nicht automatisch jeder. Und schon gar nicht ältere Leute automatisch. Ich meine, klar, wenn man sagt, geh auf Google, dann gehst halt auf Google und dann tippst du da die Suchergebnisse ein. Das ist aber letztendlich die falsche Suchleiste. Denn die Adresse gehört ja nicht in die Google-Suchleiste, sondern in die Adresszeile. Ja, und wenn ich eben auf Google die Domain eingebe, bekomme ich trotzdem nur die Google-Suchergebnisse mit der Domain. Und hier in dieser Verbindung sogar gleich mit den ganzen negativen Bewertungen. Aber da hat er ja auch gleich gemeint, nein, negative Bewertungen, nein, sowas gibt's von unserer Firma nicht.
Ja, es ist tatsächlich auch oftmals das Problem bei den Betrugsfirmen, weil die noch gar keine Bewertungen haben. Weil die Firmen oftmals nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate am Leben sind und dann den Namen schon wieder ändern. Wie soll man denn da irgendwelche Bewertungen finden? Ja, natürlich. Wenn die ersten 2 Wochen rum sind, wird es sicherlich schon die ersten paar Rezensionen auf Google dazu geben. Ja, wie auch bei dieser Firma hier. Halt eben ausschließlich negative. Und wenn man mal positive, ja, Kommentare zu solchen Firmen findet, dann kann man oftmals schon erlesen, aufgrund der Rechtschreibfehler, dass das wohl keine seriöse positive Bewertung war, sondern einfach nur eine gekaufte Fake-Bewertung. Und warum sagen Sie, das sind die Betrüger? Wo sind die Betrüger da? Hat doch gar keiner gesagt. Was haben Sie jetzt gesagt? Ach so. Ach, vielleicht hat die Hand gesagt, kein Problem. Und dann können Sie nach unten gehen und schauen Sie mal den Tablet da. Was? Okay. Also zuhören und verstehen ist wohl wirklich nicht seine Stärke. Also erstmal habe ich tatsächlich wirklich nicht gesagt, dass er Betrüger ist, sondern ich habe einfach lediglich darauf hingewiesen, dass ich jetzt nach der Eingabe bei den Google-Suchergebnissen halt als allererstes die ganzen negativen Bewertungen sehe. Ist ja auch tatsächlich oft so bei Firmen, dass man dann als allererstes die ganze Bewertungspamphleter angezeigt kriegt. Ja, und aber interessant, dass er gleich das Wort Betrüger selbst in den Mund nimmt. Das könnte wohl einfach daran liegen, dass er es gewohnt sein wird, ständig Betrüger genannt zu werden. Und deswegen ist er hier gleich von Anfang an auf diesen Zug mit aufgesprungen und dachte, ich hätte ihn beleidigt. Dabei war es ja gar nicht der Fall. Schon komisch, dass die das schon persönlich nehmen, wenn man sie Betrüger nennt, obwohl man sie nicht mal Betrüger genannt hat. Und dann bilden die sich das teilweise schon selber ein. Tja, aber genau so machen die sicher ihre Verkäufe auf jeden Fall auch selber kaputt. Kann man nur immer wieder hoffen, dass das ja in der Regel bei denen normal ist, dass die sich ihre Verkäufe selbst kaputt machen. Zumindest bei den Leuten, die wir hier an unserer Leitung hören, ist es ja meistens so, dass sie sich einfach so benehmen, dass man da gar nicht einzahlen würde. Also unter gar keinen Umständen. Das Problem ist aber allerdings immer wieder, es gibt natürlich auch professionellere Betrüger, die wir vielleicht noch nicht auf unserem Kanal so in dem Ausmaß gehört haben. Sicherlich mal den einen oder anderen, der etwas besser war als das, was wir hier heute schon wieder präsentiert bekommen. Aber es gibt halt eben tatsächlich auch sehr professionelle Betrüger, die wissen, wie sie mit euch sprechen müssen und die auch wissen, wie man mit Kennern sprechen muss. Also die, die sich tatsächlich mit Bitcoin und dem ganzen Bums auskennen. Denn nicht nur, weil man Betrüger ist, ist man ja nicht automatisch doof. Also es wird auch schon den einen oder anderen Intelligenten geben, der weiß, wie er an euer Portemonnaie kommt. Vielleicht nicht unbedingt mit Bitcoin, es gibt ja noch viele, viele andere Betrugsmaschen. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, es gibt für jeden von euch da draußen eine Betrugsmasche, auf die ihr definitiv hereinfallen werdet, wenn man sie bei euch anwendet, diese Betrugsmasche. Von daher seid immer schön achtsam und wachsam, dass euch sowas nicht passiert und teilt sehr gerne die Videos, damit auch eurem Umfeld sowas nicht passiert. Noch ein bisschen runter, bitte. Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Ich bin jetzt auf Google und habe Ihre Seite bei Google eingegeben. Und jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Ach so. Sind wir jetzt. Okay, habe ich verstanden. Ich sage, das heißt, Sie bei dem. Unsere Seite. Kann ich Ihnen per E-Mail schicken gleich? Die Seite, wo Sie suchen. Meine bin schicken Sie auch per E-Mail, ja. Oder wie Sie gerne möchten. Ich kann Ihnen den... Warte Sie ganz, ich gehe in den Chef. Hallo schön. Ja. Ich grüße Sie, Herr Schlupfer. Mein Name ist Bastian und ich bin von der IT-Bereich. Ja, ich helfe die Kunden, dass sie die unseren Plattform finden, Web-Plattform, okay? So, Sie haben mit dem Herrn Antonio telefoniert über Online-Handel, ja? Und Sie wollen gerne unsere Webpage anschauen. Richtig? Ja, hat das vorgeschlagen, ja. Okay, sehr schön. Dann, unsere Webpage anzuschauen, Sie brauchen erstmal Ihren Google-Browser aufzumachen, okay? Sie suchen auf dem Internet. Ist schon auf, okay. Nee, dann, okay, sehr schön. Dann bei der Google, da wo Sie schreiben können, um zu suchen. Also es wird wirklich immer verrückter. Erstmal gibt der eine Mitarbeiter den Hörer einfach weiter, wo man noch ganz kurz, wenn man genau hingehört hat, oh Chef, hat man da verstanden? Also hat er wohl an seinen, ja, mehr oder weniger Vorgesetzten das Telefon weitergegeben. Informiert wurde ich darüber aber auch nicht. Der hat dann auch nicht gewusst, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Der hat nur scheinbar jetzt beim Vorbeigehen gehört, wo es jetzt klemmt. Und nun versucht er es nochmal. Nachdem er es aber versucht,
passieren genau exakt die gleichen Fehler wie vorher. Ich sage, nein, ich habe keinen Google Chrome Browser und er sagt, oh, okay, super. Und dann sage ich, ich habe das aber nicht, ach ja, doch, ja, schön. Und dann macht er da einfach weiter, anstatt, weiß ich nicht, die hören gar nicht zu. Weil das überhaupt nicht interessiert, was ihr da antwortet. Darum geht's ja auch am Ende nicht. Weil es geht einfach nur darum, dass ihr so lange da beblödet werdet, mit dieser tollen Aussprache, bis ihr blöd genug seid, euer Geld da einzuzahlen. Um mehr geht's da nicht. Ihr werdet so lange in einer Birne matschig gemacht, bis ihr einfach zum Geldbeutel geht und denen die Kontodaten durchbuchstabiert. Und das kann ich mir das nicht vorstellen. Weil wo ist jetzt hier der Sinn und wo ist der Verstand? Und was genau kaufe ich jetzt hier nochmal? Das hat er, glaube ich, auch noch nicht so richtig erklärt. Es ging jetzt hier nur irgendwie um Bitcoin und Elon Musk hat irgendwas gesagt. Und wir sind bei irgendeiner, weiß ich nicht, Firma. So richtig erklärt hat das ja auch nicht. Und nun haben wir den nächsten dran, der es nicht besser macht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und gucken wir mal, wie lange die das mit sich machen lassen. Schreiben Sie von Anfang an, okay? Ich buchstabiere es nochmal. P wie Paula. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, ja. Okay, sehr schön. Dann erste Buchstabe ist P wie Paula, okay? Mhm. R wie Richard. Haben Sie schon das zweite Buchstabe? Ja. Okay. Dann der dritte Buchstabe ist I wie Italien. Mhm. Jetzt kommt M wie München. Ja, wie Martha, wie München, okay? Mhm. Jetzt kommt E wie Emil. Ja, wie England, ja? Wie Emil. Mhm. Okay? Und dann kommt M wie München wieder, ja? Wie Martha. Mhm. Okay? Jetzt kommt A wie Anton. Mhm. Jetzt kommt R wie Richard. Wie Rudolf, ja? Okay. Und jetzt kommt K wie, wie Konrad, wie Klaus, ja? Mhm. Wie Köln, ja, okay. Sehr schön. Und nach dem K kommt eine E wie Emil, ja, wie England, wie Emil. Mhm. Okay. Jetzt kommt eine T wie Theodor oder Thüringen, ja. Mhm. Sehr schön. Und jetzt kommt eine S wie Siegfried. Mhm. Wie Schweiz, ja. Oh, okay. Und dann kommt eine Punkt, ja, das ist Punkt, ja, nicht P, sondern eine Punkt, ja, eine Zeichen, eine Punkt. Mhm. Und jetzt kommt C wie Cäsar. Mhm. O wie Otto. Mhm. M wie Martha, ja, wie München. Ja. Okay, jetzt klicken Sie auf Tastatur Enter, ja, suchen. Ja, haben wir ja schon gemacht, so. Okay, jetzt was kommt? Die Google-Suchergebnisse. Was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Die Google-Suchergebnisse. Die Google-Ergebnisse. Und wenn dieser nette Mann von Anfang an einfach nur zugehört hätte, dann wäre das Problem doch jetzt hier überhaupt gar nicht existent, vor dem wir jetzt hier stehen. Dass ich nicht so richtig auf der Webseite drauf bin, wie er sich das gedacht hat. Es ist, ja, erschreckend, wie unintelligent sich der Chef hier auch noch anstellt. Dann bei der ersten Google-Ergebnis, was kommt? Facebook. Ein Moment, ich schreibe hier das Geilste, so wie ihr, ein Moment. Google. Okay. Alphamarkt. Okay, klicken Sie bei der ersten. Hä? Was? Wo soll ich hinklicken? Da wo steht der erste, wäre der Facebook, ja? Das erste Google-Ergebnis, richtig? Ja. Okay. Dann, nein. Bisschen runter. Bei der vierte, ja? Das ist primemarket.com. Okay? Bei der vierte. Es ist eine blaue Webpage, ja, mit einem Robot, ja? Es bewegt sich. Also das vierte Ergebnis ist Forex, paysami.com oder so. Nein, es ist einfach so wie Facebook.com, das wäre primemarket.com, okay? Da können Sie sofort das finden, ja? Es ist eine eigene Webpage, ja? Es ist okay, dann wir machen es so. Haben Sie jetzt nicht mehr Zeit, ja? Hm? Was? Okay, jetzt soll der Herr Claudio weg, er hat einen anderen Termin.
Also, versteht der überhaupt, was ich sage? Jetzt redet der auf einmal davon, dass ich keine Zeit mehr habe? Wie jetzt? Also, wer hat denn das jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Also an den Stellen, wo ich den Mund aufmache, hört er nicht zu und den Rest bildet er sich komplett selbst ein. Ich weiß nicht, ob die alle unter Wahnvorstellungen leben oder was die da überhaupt machen, aber es wird irgendwie immer interessanter, was man da für Leute dran hat. Keine Ahnung, wieso die Kommunikation funktionieren soll, aber das sind genau die Leute, die sehr tief in euer Portemonnaie greifen möchten. Tja, und das Schlimme ist, wenn man es mit sich machen lässt, ist der Kohle halt weg. Es ist einfach, ja, sehr, sehr traurig, dass das immer wieder funktioniert. Teilt daher sehr gerne die Videos mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden und allen Menschen, die ihr kennt, damit das einfach nicht weiter funktioniert. Das Schlimme ist, hier fließen täglich in ganz Deutschland Millionenbeträge. Natürlich nicht am Stück, aber insgesamt. Wenn die genug Leute anrufen, bis deine Million voll ist, das dauert tatsächlich nicht so lange. Es klingt zwar so, als würde das lange dauern bei 250 Euro, aber die wollen ja gerne auch mal nochmal eine Nachfinanzierung haben, dass ihr nochmal Geld nachschiebt. Und da sind die Summen dann oftmals größer als die zuerst genannten Summen. Also traurig ist das auf jeden Fall, dass es überhaupt existiert, sowas. Und das Schlimme ist, das läuft weiter und weiter und weiter. Aber etwas dagegen tun, macht niemand. Na, auch leider die Behörden nicht. Hier passiert einfach schlichtweg von wenig bis überhaupt nichts. Wann passt es bei Ihnen nochmal zu telefonieren? Und vielleicht verbindet ihr euch mit einer Applikation Anydesk oder TeamViewer. Habt ihr eine auf dem Tablet oder Computer? Also ich kann Ihnen nicht folgen, gar nicht. Wir reden ja lauter wirres Zeug. Okay, dann ich verbinde Sie weiter mit dem Herrn Antonio und dann können Sie einen neuen Termin vereinbaren, okay? So, dann fangen wir das Spielchen nochmal von vorne an. Können wir gerne machen. Und du? Ja, hallo? Ja. Kein Problem. Dann heißt dann, wenn Sie keine Zeit haben, dann sagen wir der Chef. Soll mein Termin lassen zusammen, oder? Oder sollen wir weitermachen, wie Sie gerne müssen? Wer sagt denn das, dass ich keine Zeit habe? Ja, der Kollege hat mir gesagt, dass Sie keine Zeit haben. Oder haben Sie schon Zeit? Ich weiß nicht, wo er das her hat. Das habe ich ja mit keinem Wort erwähnt. Ach so, dann hat er vielleicht nicht verstanden. Ja, genau, aber so das wie Sie, habe ich jetzt noch nicht verstanden haben. nein, ich habe alles verstanden, das ist kein Problem. Okay, das haben Sie noch nicht geschafft mit dem Programm da, oder? Zu sehen. Hä? Haben Sie nicht diese untere Seite nicht gefunden, oder? Ich kann mich tatsächlich einfach nicht oft genug wiederholen. Wir sprechen hier mit einer angeblichen Tradingbank, mit jemandem, der sich für seriös hält, der hier Finanzprodukte verkaufen möchte. Und der redet wie der nächste Assi von einer Baustelle drüben am Dixi-Klo rechts. So hört sich das hier einfach an. Also ich weiß mal auch nicht. Es ist einfach nur noch absolut verwirrend, absolut unterirdisch. Und das passiert hier tatsächlich viele tausend Mal täglich am Tag in Deutschland. Ich habe bei Google eingegeben und da kommt aber nichts von Ihnen. Da kommt nur was mit einer Facebook-Seite und Alphabet. Genau. Ich verstehe Sie schon. Ich verstehe, Sie haben vollkommen recht. Warten Sie ganz kurz. Ich sag, vielleicht kann man mit der E-Mail machen. Hören Sie bitte? Mhm. Okay. Seien Sie bitte so nett, dass wir zusammen das schauen. Gehen Sie nochmal zum Google, bitte, und schreiben Sie das, was ich sage, okay? Mhm. Okay. Eine A wie Anton. Mhm. N wie Nordpol. Mhm. Y. Mhm. D wie Dora. Mhm. E wie Emil. Mhm. S wie Secret. Mhm. Und K wie Konrad. Mhm. .com. Mhm. Und so ist die Seite bitte. Mhm. Und Sally, haben Sie schon das Anydesk-Programm bei Ihnen im Computer? Was für ein Programm? Also er schlägt sich irgendwie immer schlechter, habe ich das Gefühl. Jetzt versucht er uns noch auf Anydesk zu lotsen, vergisst aber dabei, dass er schon wieder die Buchstabiererei auf Google durchführt und ich wieder nur die Google-Suchergebnisse erhalten werde. Also werde ich da nicht gleich ein Programm sehen, sondern die Google-Suchergebnisse. Ist halt so, wenn man das so macht, wie er das macht.
man muss ja immer sich in die Lage oder in die Situation versetzen. Ich, klar, weiß ich, was der von mir will. Aber ich versuche einfach, mich dumm zu stellen und so zu tun, als wüsste ich nicht, was er will. Kann ja tatsächlich sogar sein. Also wenn ich meiner Oma jetzt sagen würde, geh auf Google, dann macht die das. Und dann ist die auf Google und das war's dann. Weil sie halt genug Verständnis hat, um so einen Computer zu bedienen, aber einfach nicht darin, ja, wie soll man das sagen, geschult oder gewohnt ist im Umgang, wie man mit den Dingern in vollem Umfang arbeitet, wie das funktioniert. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also nicht jeder weiß, geh auf Google, dass da der Browser mit gemeint sein könnte. Dann geht die halt auf Google. Und keine Ahnung. Jetzt wollen sie auch noch, dass wir Anydesk installieren. Und das Schlimme ist an Anydesk, mit dieser Software gucken die auf euren Computer und können jede Menge Scheiße darauf anstellen. Der Computer ist das Persönlichste, was ihr besitzt. Da wollt ihr garantiert nicht, dass irgendwelche fremden Menschen darauf Zugriff haben. Aber genau das macht ihr damit, wenn ihr denen jetzt eure Anydesk-Nummer gibt. Von daher, Finger weg von Anydesk, TeamViewer, VNC, Remote Desktop und was es da sonst noch so alles gibt. Für Fernwartungssoftware, womit man Computer aus der Ferne fernsteuern kann. Oder eben euren Bildschirm sehen und abgreifen kann. Die Leute, wenn die wissen wie, können die damit ohne euer Wissen auf euren Computer im Nachgang drauf zugreifen. Die müssen dazu nur was Kleines installieren. Merken tut ihr das nicht, wie schnell das geht. Sehen tut ihr das auch erstmal nicht. Aber die sind auf eurem Computer. Und sehen, wann ihr dann da dran seid und die können alles mitschreiben. Eure Passwörter, eure Login-Daten, eure Bankdaten. Ich glaube, da haben die Betrüger nichts drauf zu suchen. Natürlich muss es nicht automatisch in jedem Betrugsversuch so sein, dass die da irgendwas auf eurem Rechner installieren wollen. Die wollen es sich ja auch nur möglichst einfach machen, um an euer Geld zu kommen. Ja, und Anydesk hilft dabei halt, wenn die auch sehen, was ihr da am Computer macht, weil eure Sprache verstehen die ja scheinbar nicht immer. Und da ist so ein Bild dann schon hilfreich, wenn die auf dem gleichen Stand sind, wie ihr jetzt gerade am Computer seid, damit die eben nachvollziehen können, wie das funktioniert. Grundsätzlich sind die Programme von Anydesk ja nicht verkehrt oder so Remote-Desktop-Wartungssoftware, die ist ja jetzt nicht falsch. Kann man schon benutzen, aber nur mit Menschen, wo man auch Vertrauen zu hat und weiß, was passiert, wenn man denen die Daten gibt. Seid da auf jeden Fall vorsichtig und achtsam. Das Anydesk. Nee, was ist das? Das ist die Programm, wo wir zusammen Computer kommunizieren lassen, dass ich Ihnen zeige unsere Seite, bevor wir das mit sagen und spielen mit der ganzen Zeit mit den Buchstaben, kann ich Ihnen gleich zeigen. Suchen Sie die Seite und stehen irgendwie herunterladen. Na, jetzt habe ich ja wieder die Google-Suchergebnisse. Nein, haben Sie ähnlich das geschrieben, oder? Ja, habe ich bei Google eingegeben, so wie Sie gesagt haben. Genau, und dann steht irgendwie ähnlich das herunterladen. Ich bin ja wie gesagt auf Google. Kann man ja nichts runterladen. Was müssen Sie, ein Tablet oder ein PC? Ein Computer. Was Computer, macht? Richtig. Vergiss kein Unterricht. Ja, das sollte stehen, Anydesk herunterladen. Das habe ich jetzt hier bei Google nicht, ne? Oder installieren, haben Sie installieren geschrieben, oder? Das steht ja auch nicht bei Google. Da fehlt hier wie gesagt die Google-Suchergebnisse. Nein. Doch, beim doch. Google soll man das Programm da beim Plus oben klicken und dann schreiben das Anydesk. Das ist kein Plus. Und Google, so wie Sie gesagt haben. Das habe genau. Ich auf Google gesucht. Jetzt habe ich die Besuchergebnisse. Und was steht da bei Ihnen bitte? Na, ungefähr 14.600.000 Ergebnisse. Ja, sehr gut, sehr gut. Sekunden. Das erste bitte, das erste. Also soll ich das auf das erste klicken? Ja, das kann ich machen. Genau. Genau. Übersetzen. Ja, habe ich geklickt. So, okay. Was sehen Sie, steht irgendwie... Also, unfassbar. Man findet keine Worte mehr für diese Menschen. Jetzt habt ihr es ja hier wieder eindeutig gehört. Der tolle Mensch an der Telefonleitung bekommt wieder alles vorgesagt, was er hier uns so durchgeben soll. Der bekommt quasi, ja, der, weiß ich nicht, die schaffen es alleine nicht, aber zu zweit schaffen sie es ja auch nicht. Und die hören einfach zwei Leute zu. Das ist verboten. Hat mit Datenschutz überhaupt nichts mehr zu tun. Denn grundsätzlich gilt eins,
Eure Telefonate dürfen nicht einfach so abgehört werden. Auch nicht, wenn da irgendeine Schulungsperson daneben sitzt, denn das geht ihnen überhaupt nichts an. Wenn das jemand ist, der neu ist und der sich noch nicht so auskennt und Hilfe benötigt bei der Arbeit, die er da verrichtet, auch wenn man es nicht Arbeit nennen kann, dann muss man euch darüber vorher unterrichten, dass noch jemand mit in der Leitung ist, der zuhört. Denn wenn man damit nicht einverstanden ist, hat man das Recht, hier das Ganze zu verneinen und abzulehnen. Es haben einfach keine fremden Leute was in euren Gesprächen einfach so mit drin zu suchen. Access.new. Neu. Hä? Und steht irgendwie jetzt herunterladen, oder? Nee. Nein? Nee. Wie kann das sein? Können Sie schreiben, da Anydesk Leerzeichen installieren, bitte? Das soll ich bei Google schreiben. Ja, genau. Mhm. Anydesk Leerzeichen installieren. Aha. Und dann kommt Anleitung zum Installation, ja. Genau, da kriegen Sie bitte. Mhm. Und nun? Und dann kommt... Was kommt jetzt? Was lesen Sie mir vor, bitte? Erstens Anydesk herunterladen. Genau. Jetzt herunterladen, bitte. Genau, haben wir schon hingekriegt. Ja, aber da steht ja nichts mit runterladen. Da steht nur Anydesk als erstes herunterladen. Als zweites installieren Sie Anydesk auf Ihren Rechner. Und dann steht hier als drittes unbeaufsichtigten Zugriff und Sicherheitseinstellungen aktivieren. Okay, sehr schön. Und dann ganz oben rechts. Bitte. Ganz oben rechts. Sehen Sie da Deutsch, ja, die deutsche Flagge. Ja. So, und nun hat sich derjenige aus dem Hintergrund, der die ganze Zeit alles vorsagen muss, einfach vorgedrängelt ans Telefon und übernimmt jetzt das Gespräch. Also einen besseren Beweis, dass die da einfach heimlich zuhören, kann man ja jetzt eigentlich gar nicht mehr erbringen. Aber wir tun auch so, als wäre das vollkommen normal. Also selbst wenn der jetzt dazuhört und hilft, dann möchte ich doch eigentlich, mal aus der kriminellen Perspektive gesehen, nicht, dass der Kunde das mitbekommt, dass da noch einfach jemand heimlich mithört. Aber das interessiert die überhaupt gar nicht. Also, so wie das jetzt hier sich angehört hat, hat er sich an dem Mitarbeiter einfach vorbeigedrängelt und den Hörer übernommen. Also, was? Also es wird immer fragwürdiger, wie die da ihre Geschäfte machen wollen. Man kann es nicht mehr nachvollziehen. Man findet eigentlich keine vernünftigen Worte mehr, um das noch irgendwie in Worte zu fassen, was da so passiert. Da geht einfach der Nächste ans Telefon, es interessiert die nicht. Mit Datenschutz hat das überhaupt nichts zu tun. Jeder normale Mensch sollte jetzt aller spätestens hier einfach auflegen, weil es aufgefallen ist, dass die sich einen Scheiß um eure Daten kümmern. Tja, weiß ich nicht. Es läuft einfach immer weiter und die rufen immer weiter an. Sehr schön. Neben die deutsche Flagge rechts sehen Sie da ein Handy, ja, einem Telefon, ja? Telefon, ja. Genau, unter dem Telefon, 1 Zentimeter unten, steht da einem Kopf, einem Profil, ja, einem Kopf, einem Kreis. Sehen Sie? Nee. Okay, steht da ein Fragezeichen? Daneben, ja. Okay, unten die Fragezeichen. Steht da so ein Pfeil, der zeigt nach unten? Nee. Okay, dann ganz oben links steht da Anydesk mit schwarz geschrieben? Ja. Okay, kriegen Sie da ganz oben links Anydesk, ja, mit schwarz geschrieben? Mhm. Okay, kriegen Sie da. Und was kommt jetzt? Na, jetzt bin ich auf der Startseite. Beim Startseite. Und steht da Access Now oder greifen Sie jederzeit in der Mitte, ja? Sehen Sie? Mhm. Und da stehen zwei Tasten. Jetzt herunterladen und jetzt kaufen. Ja? Ja. Klicken Sie jetzt herunterladen. Mhm. Und wenn Sie da geklickt haben, jetzt nicht mehr mit der Maus sich bewegen. Okay? Mhm. Da werden Sie sehen jetzt, Ihr Download war erfolgreich. Richtig? Nee. Okay. Klicken Sie jetzt herunterladen und was kommt? Dann komme ich auf eine andere Seite. Genau, andere Seite. Wurde jetzt eine Datei heruntergeladen, ja? Anydesk.exe vielleicht. Ja, sowas ist da. Ja, Anydesk.exe. Da
anklickenden anydesk.exe, diese Datei, das heruntergeladen ist. Ja, kommt jetzt. Und dann öffnet sich eine Applikation, ja, und da steht Ihre Adresse, eine neunstellige Nummer. Nee, das steht jetzt inkompatibles Betriebssystem. Wo steht das? Nur wenn ich da drauf drücke. Steht inkompatibles Betriebssystem. Ist das eine Windows oder ein Mac-Computer? Nee, ist ein Linux. Kali. Ah, Linux! Ja. Das sollen Sie da, dem Applikation für Linux herunterladen. Vielleicht haben Sie für Windows heruntergeladen. Dann da diese Anydesk. Einfach installieren. Probieren Sie das zu installieren, ob es klappt. Da steht inkompatible Betriebssystemversion. Steht da weiterfahren oder überspringen oder irgendwas ähnliches? Weitermachen, nee. Weiter installieren? Steht nur, dass es nicht geht mit dem Betriebssystem. Okay, dann. Mhm. Wenn es nicht geht, dann sollen wir einen anderen Termin vereinbaren. Okay, weil ich habe auch nicht mehr Zeit. Das ist morgen? Nun, ist egal. Okay, welche Uhrzeit dann? Na, egal. Also irgendwann Nachmittag. Okay, dann Nachmittag. Dann bleiben Sie gesund. Bis morgen, ja? Antonio, mein Name. Ciao, ciao. Alles klar. Tschüss. Na, dass der nicht nochmal angerufen hat, das könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Tja, also das Linux-Computersystem hat den netten Mitarbeiter dann wohl irgendwie aus der Bahn gebracht, sodass er dann nicht mehr weiter wusste, wie er mit uns handhaben soll. Tja, also es ist schon, weiß ich nicht, komisch. Einfach nur komisch, was die sich dabei denken, was, ja, also das ist Betrug mit Anleitung. Die versuchen euch Schritt für Schritt so lange zu bearbeiten, bis ihr das Geld rausrückt und ihr eben, ja, da überhaupt zu in der Lage seid. Also das interessiert die auch gar nicht, ob ihr das da alles versteht. Spätestens beim Trading sollte man ja dann doch irgendwie technisch ein bisschen schon Verständnis für das Ganze haben, was da nachher passiert. Und dass man da eben mit Geld spielt, ja, vergessen die ja auch immer wieder zu erwähnen. Aber schon interessant, dass die einfach, ja, egal wer, egal wie viel Geld ihr habt, egal wie es euch geht, egal wer ihr seid, egal wie alt ihr seid, die wollen an eure Kohle. Die machen da keinen, ja, also die haben keine Skrupel für irgendwas. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information auf euer Handy, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Außerdem unterstützt ihr damit das Projekt Callcenter Abzocke. Wenn ihr mögt, dann seht ihr jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.